Grüß Gott, ihr Saubären. Mein Name ist Andy Kepler und meine Hobbys sind umeinander täterle und rückwärts Anhänger fahren. Weil das natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt, kommen soziale Kontakte ein wenig gut. Manche meinen sogar, ich sei umgänglich wie ein Leberknädel. Das stimmt natürlich nicht. Ich mag Menschen, ich kann es halt nicht so gut zeugen. Wenn es euch genauso geht, noch habe ich jetzt Freundschaftstipps für Mufflige. Man kann einen Haufen da, um seine zwischenmenschlichen Kontakte zu pflegen. Zum Beispiel auch Fragen zum Nachbarn umgehen und dem die Hauswand andampfen. Und wenn man schon da ist, kann man auch gleich Blumen gießen. Wenn ihr jetzt aber eher so faule Leute seid, noch kann man auch einfach der Person anrufen und sagen, warum er sie so schätzt. Ja, grüß dich, hi Ibis, der Rhabarberkuchen von deiner Inge. Leck mich am Arsch, ist der gut. Ciao! Generell ist Kommunikation sehr wichtig. Wenn man Handynachrichten nicht beantwortet, dann vibriert die eure Hose bloß nur, wenn man in den Stau lädt. Voll Teufel. Ich verteile auch immer ganz gern kleine Geschenkle. Das sind meistens Sachen, die man sowieso im Haus hat. Meine Großmutter hat ja gesagt, Menschen sind wie Dudelsäcke, die muss man ab und zu mal drucken. Eine gute Gelegenheit dafür ist, wenn man sich dir zum Essen heim einlädt. Meistens gucke ich noch etwas, wo man gar nicht so viel spielen muss. Das geht natürlich auch mit einer roten Wurst oder einem gefrorenen Aal. Am besten ist es aber, wenn man etwas verschenkt, was man selber gemacht hat. Ein Brotaufstrich, Kinder oder ein Gedicht oder ein Liedle. Das Problem dabei ist, ich habe halt keine Instrumente. Aber mir hat man als Kind beigebracht, man hat nie nichts. Wenn du die Kuh verreckt, hast du eh noch die Kette und wenn du keine Instrumente hast, hast du eh noch ein Bierfläschchen. Drum habe ich jetzt einen großen Hit alternativ interpretiert, muss aber zugeben, dass ich leicht aufgeregt bin. So, als Dankeschön für mein gesamtes Umfeld, gute Freunde kann niemand trennen, vom Franz Beckenbauer, von mir, für euch.